Für RT125-Fans war das Wochenende vom 22. 23. August wieder ein Pflichttermin im Kalender. Lange hatten die Mitglieder des erzgebirgischen Motorradfahrer-Stammtisch Dorf Chemnitz darum gebangt, ob sie ihr 13. Treffen dieser Art durchführen dürfen. Umso glücklicher sah Mitorganisator Klaus Ullmann dann auch aus, als er pünktlich um 13 Uhr die schon anwesenden Gäste in Dorf Chemnitz begrüßen durfte. Liebe RT125-Freunde, liebe Gäste, liebe Motorradfreunde, herzlich willkommen zum 13. RT125-Treffen. Einige Maschinen hatten da bereits auf dem Gelände vor der Turnhalle Aufstellung genommen, von den Gästen fachkundig begutachtet. Jeder einzelne dieser Maschinen könnte heute ihre eigene Geschichte erzählen. Einige sind bekannt, andere noch nicht. Aber Klaus Ullmann kennt diese Motorräder und deren Geschichte wie seine Westentasche. 13. Treffen der RT125-Fahrer in Dorf Chemnitz 2020. Wir hatten nicht gedacht, dass wir es durchführen können, aber mit Aufladen war es möglich. Denn es gibt ein Jubiläum, 80 Jahre RT125. 1940 im April wurde die RT in Händlern vorgestellt und 70 Jahre IFA-RT, weil 1950 startete die Produktion mit einer größeren Fertigung wieder in Schilbau. Wir haben eine kleine Ausstellung hier über ganz frühe RTs, die auf die Sitze, die ist im April 1940 noch in die Niederlande exportiert worden, also wahrscheinlich kurz bevor die großdeutsche Wehrmacht einmarschiert ist. Habe ich dann wieder zurückgeholt aus Holland. Die Maschine hier, die ist mit Absicht etwas verstaubt. Die hat ein Freund von mir in Tschechien gefunden. Die wurde ins damals besetzte Sudetengau ausgeliefert. Hat die Zeit, die während der Zeit auch überstanden, noch im weitestgehend Originalzustand. So haben wir also eine kleine Sammlung, eine schöne restaurierte noch mit. Um halt diese Sache Gebühren zu feiern, weil das ist ja eine große Sache, die RT, wie bekannt, das meist gebührte Motorrad der Welt. Ungezählte Nachbauen in der ganzen Welt, bei Harley Davidson, bei BSA in England. Die erste Yamaha war eine RT 125. Die haben wir alle schon hier gehabt in Dorf Chemnitz. Und es kostet natürlich immer ein bisschen Arbeit, die RTs am Laufen zu halten. Und da gibt es findige Leute, wie zum Beispiel in Luther. Kommt ihr mal ran hier? Der hat hier Sachen nachfertigen lassen. Das ist der Hinterradantrieb von neueren RTs, von der Vollnarbe. Weil das ist ein ganz großer Schwachpunkt. Die RTs sind ja 60, 70, sogar 80 Jahre alt und irgendwann fällt dann nur das beste Material aus. Die gibt es also bei ihm auf Anfrage oder über mich zu beziehen. Das ist Vollnarbe. Das ist alles Vollnarbe, ja. Das ist alles Vollnarbe. Ganz gute Fräsarbeit. Das Teil hier. Wir kennen das aber auch komplett. Kriegst du so komplett wie das. Und das Gegenstück hier, das ist im Prinzip der Mitnehmer. Alles perfekt gearbeitet. Also wer Interesse hat, wir wollen jetzt untereinander immer ein bisschen austauschen. Deshalb gibt es ja auch das RT-Treffen, dass sich die Fans mal treffen und einfach mal nur Benzin reden. Deshalb haben wir mit Absicht keine großen Bikerspiele oder irgendwelchen Kram. Einfach zum Quatschen reden und zum Essen und vielleicht mal ein Bierchen trinken, sind wir hier. Dieses Jahr haben wir eine kleine Rennmaschinenausstellung gemacht, weil wir haben den Ehrengast, den Peter Kluge. Und da haben wir halt mal so ein paar Rennmaschinen aus verschiedenen Jahren, um das auch mal ein bisschen, wie die Entwicklung so weitergegangen ist, um das mal ein bisschen darzustellen. Einige Freunde vom Stammtisch, die fahren selber aktiv Rennstreckentrainings, die modernen Maschinen haben sie auch mit ausgestellt. Und wie gesagt, einige Schätzchen noch in eine kleine Posterausstellung zum Thema RT 125, so dass halt die ganze Neugier von den Leuten befriedigt werden kann. Benzin im Blut und Benzingespräche unter Gleichgesinnten, so ist es gedacht. Doch schon längst kommen nicht nur RT 125 auf den Prüfstand. Andere, seltene Motorräder bekommen die Biker hier zu Gesicht. Bikes, die nicht weniger aufregend sind. Wie Motorräder mit erfolgreicher Renngeschichte, die extra in Dorf Chemnitz ausgestellt waren. Nur ein Beispiel ist diese DKW UL 350. Also, liebe Gäste, wir haben hier gleich einen ganz, ganz großen Höhepunkt.
Peter Kluge, der Sohn von Ewald Kluge, was ich vorhin sagte, Europameister, GT-Sieger, ganz bekannter Rennfahrer, ist 1909 in Sachsen bei Dresden geboren, hat ganz früh angefangen und ist das Rennfahren gekriegt mit einer englischen Tunnel, mit also ganz, ganz minderwertigem Material, hat er sich hochgefahren. Und irgendwann war er bei DKW als Versuchsmechaniker, als Schaliger und dann als Werksfahrer. Größter Erfolg, wie gesagt, 1938, GT-Sieg auf einer UL 350, hier auf der 250er und das ist erst die UL 350. Eine Werksmaschine, 2 Zylinder Doppelkolbenmotor und Ladepumpe. Eberhard sagt jetzt, also im Prinzip 5 Zylinder. Das war halt damals der Stand der zweiten Renntechnik mit Ladepumpe in eine gewisse Überladung zu erreichen und die Doppelkolben um die Steuerzeit entsprechend zu gestalten. Waren sehr durstige Maschinen, müsste teilweise zwischengetankt werden. Und mit so einem Motorrad mit ähnlichen ist der Ewald Klug vor auf der GT. Und so eine Nachkriegsgeschichte kann vielleicht der Peter jetzt bitte was erzählen, wie das dann wieder losgegangen ist, wie schwer das war. Ich übergebe jetzt mal das Mikro an Peter. Ja, meine lieben Freunde, recht herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich besonders, dass ich diese alten Motorräder, die 125er, hier sehe. Und es ist schon angesprochen worden, dass in der Unterstadt die Produktion dieser Maschinen weitergeht. Und zwar nur aus Ersatzteilen, die man sich aus allen Lagern besorgt hat. Und somit wurde dieses Motorrad einige Jahre weitergebaut und das war nur noch eines der begehrtesten Motorräder zu seiner Zeit. Selbstverständlich weiß man, dass DKW Land leider nach vielen seinen Gründen die Rennerei einstellen musste und eben auch die Motorradproduktion und sich speziell auf die Räder konzentriert hat. Aber nichtsdestotrotz bin ich froh, dass heute mein Freund wieder der Johann wieder da ist, der auch eine Maschine von meinem Vater von 1900 36 besitzt und das ist natürlich was, was mich besonders freut und vor allen Dingen hat er vor 2 Jahren meinem Sohn, der Ewald Kluge heißt, eine Chance gegeben, mit dieser Maschine ein paar Runden in Reichsdorf zu drehen. War für mich Highlight in meinem Leben. Leider muss ich dazu sagen, ist mein Vater ja sehr früh gestorben. Er hat halt einen schweren Unfall gehabt und dann war er vom Alter her auch nicht mehr in der Lage, den Rennsport weiter zu betreiben. Kurz später wurde ja sowieso die Rennabteilung eingestellt, weil halt kein Geld mehr da war. Eines muss ich noch dazu sagen, dass diese Zweitaktmechanik ja noch ganz gut vorwärts getrieben wurde. Durch einen Ingenieur, der diese 3-Zylinder singende Säge, die Sie sicherlich vom Hörensagen noch so ein bisschen kennen. Die singende Säge kommt daher, da das erste Motorrad war, das so 12.000-13.000 Umdrehungen gemacht hat. Und aus dieser Drehzahl hat man dann das Verbot der Ladepumpe und der Zusatzeinrichtungen wurden ja verboten. Und somit musste man irgendwas unternehmen, dass man das Motorrad wieder wettbewerbsfähig machen konnte. In dem Fall wurde das auch so. Und ich kann Ihnen hier und soll Ihnen hier einen schönen Gruß vom Gustl Hobel ausrichten, der ja der Nachfolger meines Vaters war und der noch einige Jahre mit dieser 3-Zylinder-Maschine einige sehr gute Erfolge erzielt hat. Leider haben wir heute natürlich ein Wetter am Anfang, das wir eigentlich nicht bestellt haben, aber es ist nun mal so. Ich habe hier eine Kleinigkeit mitgebracht, vielleicht findet es irgendwo einen kleinen Platz. Das ist also noch ein Andenken, wo ich 1953 meinen Vater in München-Riem beim Rennen begleiten durfte, wo er also 2 Siege gefahren hat und sogar in der 500er-Klasse mitgefahren ist und hat noch einen 2. Platz gemacht. Also das Motörchen war von dieser Maschine natürlich unwahrscheinlich, vor allem ist sie war leicht und auch gut zu fahren. Was bei BMW mit den Zylindern und weiter nicht so der Fall war.
Ich habe hinten drauf, danke für die Einladung zum 30. Treffen RTU 25. Herzlichst für Peter Kleder-Glocke. Ich wünsche Ihnen noch, nach Möglichkeit, wenig Regen, dass wir hier die Maschine noch ein bisschen durchaus normal ist, ja noch am Tag, den wir da ein bisschen genießen wollen. Echt vielen Dank nochmal und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Danke. Vielen Dank. Auch wenn es immer wieder geregnet hat, die hartgesottenen Biker finden bei jedem Wetter den Weg in den Zwönitzer Ortsteil. Und während schon der nächste Regenschauer über das Festgelände zog, zog es uns noch einmal in die Ausstellung zurück. Denn hier stand eine nicht alltägliche Simson, bei der sich das nähere Hinsehen durchaus lohnte. Ja. Hier haben wir wieder was ganz Verrücktes, hat nicht mit RT-125 zu tun. Das seid ihr Leute, seid alle ganz neugierig. Das ist ein S50 mit einem, oder ein S51 mit einem Gegenkolbenmotor. Das ist eigentlich eine ganz, ganz alte Sache. Da gab es mal Flugmotoren von Junkers. DKW oder Auto Union, die haben wir mit einem Motorrad-Gegenkolbenmotor experimentiert. Im Prinzip hat man hier oben eine Kurbelwelle, hier unten eine Kurbelwelle. Die wird hier wahrscheinlich durch eine Kette angetrieben. Und der Verbrennungsraum ist in der Mitte von den zwei Kolben. Die Kolben verdichten also gegeneinander. Das hat Vorteile mit der Steuerzeit, mit einer höheren Leistung. Aber, ihr seht es ja selber, das ist total aufwendig zu konstruieren. Deswegen hat man das so fallen gelassen. Und das Moped hier hat der Peter Wagner aufgebaut, als Lauter. Er hat sogar zwei solche Gegenkolbenmotoren gebaut. Der eine war ein bisschen zu groß für das Moped, hat er einfach noch einen gebaut. Das ist also Richard Bastler vor dem Herrn. Bekannt geworden ist er durch den Neuaufbau noch von ganz vielen RT-125 Rennmaschinen. Teilweise mit Drehschieber, teilweise konventionell, gesteuert durch einen Kolben. Also das halbe Erzgebirge fährt RT-125 Rennmaschinen vom Wagnerbeet. Und er hat halt immer wieder Ideen. Und das Schöne ist bei dem, da setzt die immer gleich um. Der baut also alles Mögliche, hat eine absolut tolle Werkstatt, sehenswert, hat Potenzial, ganz viele Ersatzteile, Werkzeugmaschinen. Bei dem darf man immer gespannt sein, dass da wieder was Neues bringt. Für Klaus Ullmann eine gelungene Veranstaltung. Das 13. RT-125-Treffen des Motorradfahrerstammtisch Dorf Chemnitz. Trotz aller Beschränkungen, Auflagen und Wetterkapriolen. Da staunt der Fachmann, welche Hebel die Dorfchemnitzer doch Jahr für Jahr in Bewegung setzen, um solch eine interessante Ausstellung auf die Beine zu stellen. Da freuen sich alle Fans des Motorradfahrerstammtisch schon jetzt auf die 14. Auflage im kommenden Jahr 2021.